Das Essen ist schon wieder alle? Mann, Mann, Mann. Du da, du hier weg, essen. So, jetzt müssen wir nur noch von da aus nach ganz oben. Was ja nicht so schwer sein müsste. So, so, so. Und die 8 werden nicht reichen, ha? Eins, zwei, drei, vier, so. Fluidakt, Fluidakt. Irgendjemand schießt. Wird aber nicht treffen. Fluidakt, Fluidakt. Bin hier falsch, oder? Ja, ich habe da keinen Dreierabstand gemacht, sondern einen Zweierabstand. Das ist alles falsch. Das muss nämlich noch einen nach da. Also da muss es rauskommen. Machen wir von oben nach unten, das ist glaube ich einfacher. So, so. So. Okay, da kommt jetzt gleich Lava raus. Holz weg. Und dann gehen wir nach oben und setzen von oben den Dynamo hin und dann passt das. Nee, machen wir nicht. Der Dynamo muss nämlich direkt neben die Maschine. Wir müssen oben noch mehr Fluidacts verlegen. Dafür brauchen wir wieder Kupfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Du. So, mehr Fluidacts. So, und hier. Genau, kommt ihr raus. Kommt hier hoch und hier ist unsere Stromversorgung jetzt quasi. Mit der Lava-Zwergenkabelgeschichte. So. Ich würde sagen, wir setzen den Harvester hier hin. Das heißt, hier muss der Dynamo hin und da kommt das lang. Wird am Anfang ein bisschen komisch aussehen, aber die ganze Insel sieht erstmal komisch aus. Das ist halt so. Also, Harvester bauen. So. Plastik, Plastik. Invar, Axt und Scheren. Invar, Axt kriegen wir hin. Machine Frame haben wir. Gold und Redstone Reception Coil. Ja, also noch mehr Gold. Nimm, 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 nimm. Sticks. Für eine Invar, Axt. Und zwei Scheren. Ich denke mal, das müssen heile Scheren sein, ha? Huh? Und auch keine Invar-Scheren. Okay, wir brauchen mehr Eisen. So, so. Machine Frame. Shear. Shear. Invar-Axt. Redstone Reception. Gold, Gold. Plastik. Plastik, Plastik. Aha! Erster Harvester. So, Dynamo. Dahin, Harvester kommt, dahin wird aber gleich gedreht. Drehen, so. Dieses Teil da, was diese komischen Metalldinger seitlich hat, das ist der Ausgang. Von da aus müsste er sich ein 3x3 Feld suchen. Also nicht besonders viel. Und das bearbeitet er nur. So, Shear Leaves, yes. Und das spuckte dann alles hinten aus? Das ist jetzt nicht gut. Ich glaube, er spuckt es hinten aus. Okay, du musst weg. Wow, ja, er spuckt es hinten aus. Also müssen wir das Ding von der Seite befeuern. Das ist ja doof. Oder von unten. Seite. Also man könnte es richtig schön natürlich unten verstecken, aber ich will es ja gar nicht verstecken. Flup, 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 flup. Wir brauchen eine große Kiste. Aber wir brauchen wieder mehr Eisen dafür. Oh, kein Kupfer. Kupfer. Eisen, Eisen. Eisen, Eisen. Kupferblock weg. Eisenblock herstellen bitte.
Kiste hier. Alternativ könnten wir auch die Barrels nehmen, huh? Ja, warte mal. Barrels, das ist alles doof hier. Du kannst. Ja. So, Barrel, Barrel. Die Item Duct? Fragezeichen? Nö. Haben wir keine in der Nähe. Hops. So. Also, wir brauchen mal wieder Item Ducts. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kein Platz. Oh, du, weg, 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 weg. Das war nur 7. 8. 1, 2, 3, 4. Hoffentlich. Ja, 4. So, so. So, so, 24. Das heißt, er spuckt das Zeug jetzt aus. Braucht wieder einen Schalter. So, legt es dann entweder in das Barrel, in das Barrel, in das Barrel. Eigentlich sollten es hier nur Oak sein. Haben wir noch irgendwo ein bisschen Bohmiel? Oh. Sollten eigentlich nur Oak sein. Deswegen hat er nur drei Produkte. Äpfel, Setzlinge. Nee, ein bisschen mehr. Also Äpfel, Setzlinge, das Holz selber. Äpfel, Setzlinge, das Holz selber und die Leaves. Und wir haben schon viel zu viel Sludge. Sludge ist ein Nebenprodukt, das dabei rauskommt. Das muss abgepumpt werden. Was jetzt das nächste Problem sein wird. Denn wenn es nicht abgepumpt wird, ist es irgendwann voll. Aber jetzt wollen wir testen, wie das funktioniert. Also, du wirst zerlegt, ziemlich schnell. Kommt alles hier rein? Ja. Kommt alles da rein. Okay, und er frisst nicht unsere Plattform auf, bisher. Jetzt brauchen wir diese Upgrades, weil ich würde hier gerne die ganze Reihe da bearbeiten. Gucken wir, wie die heißen. Upgrade hier. Das sind die Dinger. Radius increased 1, Radius increased 2, Radius increased 3, Radius increased 4. Ich glaube, er geht bis hier. Also brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5 theoretisch. Das wäre Bronze. Redstone, ein Nugget, Plastik und Bronze. Das ist ja nicht so schwer. Ja. Ein Nugget machen wir schon mal. Redstone haben wir noch dabei. Drei Bronze. Eins, zwei, drei. Drei Bronze. Nugget, Redstone, Plastik. Bronze-Upgrade. So, jetzt müsste er, wenn ich das Prinzip richtig verstanden habe, die ganze Reihe abarbeiten. Das ist, wenn ich hier hinter dem Baum jetzt critte, müsste er den abbauen. Tut er gerade nicht, aber das könnte sein, weil das Sludge voll ist. Ja. Also müssen den Sludge auf jeden Fall rauskriegen. Dazu nehmen wir erstmal einen Tank. Dichter. Du wirst nicht reichen. Du wirst sowas von nicht reichen. Warte mal, wir haben unten noch diese anderen Tanks. Ich muss gucken, wie die heißen. Die hier. Die da sind toll. Open Blocks. Du nimmst da die Lava raus, tust sie da rein. So, und dann nehmen wir euch mit. So. So. Stellen ihn daneben und wir verhungern langsam. Ist alles kein Problem. Bio dahin. Da, Melonensaft. Heißgeliebter Melonensaft. Hallo Spinne. Und hier machen wir mal ein Sludge-Dingens hin. Achso, die Lava sollte vorher noch raus. Und jetzt müsste der sich mit Sludge füllen. Und da ist immer noch Lava drin. Boah. Und da ist kein Platz. Da. Einfach Lava in die Lava kippen. Es quillt nicht über. Und da sind 500 Mikrobuckets Lava drin. Nicht ernsthaft, oder? Okay.
Challenge accepted. Wir machen jetzt diese 500 Mikro-Buckets Lava da draus. Tun sie in den Portable Tank. Da müssten jetzt... Was? Die Lava ist jetzt da drin, kommt da aber nicht raus. Ja, umso besser. Ich wollte die Lava ja eh nicht haben. Also weg mit dir. Weg mit dir. Schalter kann auch weg. Und er hat einen Block weggemacht. Also komisch. Oh, Rubberfee. Ja, wir brauchen mehr. Lalalala. Wir brauchen mehr Barrels. Ja, brauchen mehr. Weil ich habe gesehen, er hat angefangen, einen Block da hinten abzubauen. Aber jetzt will er die ganzen Rubber-Sachen da einsortieren, die da eigentlich gar nicht hingehören. Das ist doof. Du. Da, du. Wo sind die Kisten hin? Ah. Die habe ich wegsortiert, nicht einsortiert. So. Kiste. Slabs. Holz. Item Ducks. So, 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 so. So? Nee, Oakwood ist falsch. Da sollte kein Oakwood sein. Ich brauche eine freie Hand, verdammt. So. Also, du bist gelockt, du bist gelockt. Du bist gelockt. Du bist gelockt. Du musst frei. Hast ein Oakleaf, du musst da raus. Du musst da raus. Dann muss das da rein. So. Jetzt dürfte sie da nichts mehr sammeln. Raw Rubber Wood. Das müsste alles da nach und nach einsortiert werden. Und der Sludge füllt sich. So, kein Stau mehr. Rubber kommt, alles gut. Schön. Also, es funktioniert. Problem ist nur, es wird nicht neu hingesetzt. Oder? Nö, macht er nicht. Das macht der Planter. Frage ist nur, wo er das genau machen würde. Erstmal hätte ich jetzt ganz gerne die Setzlinge. Wo sind die Setzlinge? Jungs. Wo sind die Setzlinge? Oder hast du die verbraucht? Warte mal. Also es sind jetzt nur noch zwei Setzlinge auf dem Boden. Das Ding müsste jetzt anfangen zu arbeiten gleich. Und dann gucken wir, ob da immer noch zwei Setzlinge sind oder ob er irgendwas neu geplantet hat. Er macht da gerade gar nichts. Oh, er trinkt mir unseren Melonensaft. So, okay. So. Idle. Warum? Hier ist definitiv Zeug. Hä? Ah, sehr komisch. Du bekommst Energie. Hast Holz vor dir. Hast das Upgrade drin. Hast einen Ausgang für deinen Sludge. Hast keine Sachen, die wegsortiert werden müssen. Warte mal. So ein bisschen ködern. Vielleicht geht das ja. Das ist jetzt unerwartet. Aber gut, da müssen wir uns in den nächsten Folgen drum kümmern. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine recht krude Art und Weise, schneller an Holz zu kommen. Wir müssen jetzt nur noch das hinbekommen, dass auch durchgehend die Sachen wieder hingesetzt werden. Ich weiß nicht direkt, ob die Maschine das selber gemacht hat oder ob wir dafür das andere Ding brauchten. Der Planter war nämlich eigentlich für Samen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das Ding hier. Das setzt immer wieder Samen auf getilte Felder und tilt die dann auch. Aber nur hier? Keine Ahnung. Oh ja, kümmern wir uns nächste Folge drum. Also das machen wir in den nächsten Folgen. Wir gucken da mal runter, wie es im Soul Sand aussieht.
fangen an, das Soulset zu 7, um an Quarz zu kommen, um das ME-System weiter auszubauen. Wir klauen uns regelmäßig Leaves von hier und hier. Wenn unser Inventar total überfüllt ist. Wo es auch am meisten Sinn macht. So, so. So. So, so. Und befüllen damit immer wieder die Dinger da hinten, damit wir noch Dirt bekommen. Damit, wenn wir später wieder Dirt brauchen für irgendwelche komischen Plattformen, die nicht funktionieren, wir auch genug haben. 51 Stück schon. Oder um es durchzusieben für. Warte mal, nicht anfangen. Oder um es durchzusieben, um neue Grassamen zu bekommen, die ich ja auch regelmäßig verballer. Ja, das steht also für die nächsten Folgen so an. Also bis denne.